Die Fokker DR-1 war eines der bedeutsamsten Kampfflugzeuge des Ersten Weltkrieges. Sie erlangte besondere Berühmtheit durch den legendären Major Baron von Richthofen. Dieser wurde auch als Roter Baron bezeichnet, da er seine Fokker DR-1 knallrot anstreichen ließ. Richthofen schätzte an der DR-1 die überragende Manövrierfähigkeit und Steigleistung. Zur DR-1 sagte er, sie sind wendig wie die Teufel und klettern wie die Affen. Wie sein berühmter Vorgänger setzt der Eurofighter neue Maßstäbe in der Wendigkeit und Steigleistung. Das Flugzeug ist im Unterschallbereich um die Querachse aerodynamisch instabil. Deshalb wird es mit einer digitalen und vierfach redundanten Fly-by-Wire-Flugsteuerung künstlich stabilisiert. Das Flugzeug ist in der Lage, aus dieser Position durch seine überragende Manövrierfähigkeit über das andere Flugzeug zu steigen. Es kann dadurch in eine überlegene Schussposition hinter das gegnerische Flugzeug gesteuert werden, da dieses nicht genügend Leistung besitzt. Das hohe Schub-zu-Gewicht-Verhältnis ermöglicht eine sehr kurze Startstrecke, hohe Beschleunigungswerte und eine außerordentliche Steigleistung. Deshalb ist der Eurofighter jedem anderen Kampfflugzeug auf dem Markt und in der Entwicklung überlegen. Die Messerschmitt Bf 109 ist als das erfolgreichste Kampfflugzeug aller Zeiten eine Flugzeuglegende. Beim Erstflug 1935 war sie das modernste und leistungsfähigste Kampfflugzeug ihrer Zeit. Von ihr wurden bis 1945 mehr als 33.000 Stück produziert. Sie war als Standardjäger der Luftwaffe für die Überwachung des Luftraumes verantwortlich. Der Eurofighter ist in den österreichischen Luftstreitkräften einsatzbereit und seit über einem Jahr in der Alarmstartbereitschaft. In bereits 6 Ländern ist der Eurofighter als Standardkampfflugzeug für die Luftraumüberwachung verantwortlich. Wir sind im Einsatz mit der Bordkanone und Raketen bewaffnet. Für die normalen Luftraumsicherungsaufgaben ist das völlig ausreichend. Wenn wir beim Take-off den Nachbrenner verwenden, sind wir innerhalb von Sekunden auf der Höhe eines Airliners. Mit der exzellenten Manövrierfähigkeit des Jets haben wir ihn sofort erreicht, um ihm zu helfen oder ihn zu identifizieren. Wir hatten eine Überprüfung der Einsatzbereitschaft, ob wir in der Lage sind, die NATO-Anforderungen zu erfüllen. Wir haben alle Aufgaben erfüllt und wurden mit exzellent bewertet. Das zeigt, dass der Eurofighter für die Alarmstartbereitschaft hervorragend geeignet ist und seine Aufgaben zu 110% erfüllt. Einer der wichtigsten Meilensteine der Luftfahrtgeschichte ist die Messerschmitt Me 262. Sie war das erste Serienkampfflugzeug mit Düsenantrieb. Mit ihren beiden Strahltriebwerken war sie jedem anderen Flugzeug in Leistung und Geschwindigkeit weit überlegen und ihrer Zeit um Jahre voraus. Sie leitete das Ende der propellergetriebenen Kampfflugzeuge ein. Auch der Eurofighter ist seinen Konkurrenten weit voraus. Wie bei seinem berühmten Vorgänger ist die Triebwerksleistung enorm und ermöglicht außergewöhnliche Flugeigenschaften. Ein Beispiel für die extreme Leistung des Eurofighter ist seine sogenannte Supercruise-Fähigkeit. Das bedeutet, er kann ohne Einsatz des Nachbrenners Überschall fliegen. Und das möchte ich betonen, mit voller Waffenlast. Diese Supercruise-Fähigkeit erlaubt es dem Eurofighter, schneller als jedes andere Kampfflugzeug das Zielgebiet zu erreichen und dort länger ohne den Einsatz von Tankflugzeugen zu verweilen. Nach
Nach dem Zweiten Weltkrieg startete die deutsche Luftfahrtindustrie mit der Lizenzfertigung der Fiat G91. Mehr als 300 Flugzeuge dieses Typs wurden in den 50er Jahren von der Flugzeugunion Süd, einem Konsortium von Messerschmitt, Heinkel und Dornier, produziert. Mit der Einführung der Lockheed F-104G, dem legendären Starfighter bei der Luftwaffe in den 60er Jahren, nahm der Wiederaufbau der deutschen Luftfahrtindustrie weiter Fahrt auf. Mit der Lizenzfertigung dieses Hochleistungsflugzeuges gelang es, mit modernsten Produktionsmethoden den Anschluss an die Weltspitze wiederzufinden und sich weiter in die europäische Luftfahrtindustrie zu integrieren. Die Serienproduktion der deutschen Eurofighter findet in Manching statt. Hier werden auch die Rumpfmittelteile der Eurofighter für alle anderen Länder gefertigt, mit modernsten Fertigungsverfahren und neuesten Technologien. In dem Flugzeug wird ein großer Anteil an Kohlefaserwerkstoffen verwendet. Diese besitzen ein ausgezeichnetes Gewichts-zu-Festigkeits-Verhältnis und sind ermüdungs- und korrosionsfrei. Fortschrittlichste Produktionsmethoden wie superplastisch geformtes Titan reduzieren die Bauteile und den Produktionsaufwand. Insgesamt 4 Nationen, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien, sind an der Entwicklung und Produktion des Eurofighter beteiligt. An 2 Nationen, Österreich und Saudi-Arabien, wurde er bereits exportiert. Der MRCA Tornado ist die erste unabhängige Entwicklung eines europäischen Hochleistungskampfflugzeuges. Es war mit mehr als 900 in Deutschland, Italien und Großbritannien gefertigten Flugzeugen ein enormer Erfolg und der Beweis für eine gelungene europäische Kooperation. Dieses Mehrzweckkampfflugzeug zeichnet sich vor allem durch seine extremen Tiefflugeigenschaften und seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus. Im Eurofighter-Cockpit übernimmt der Computer viele Aufgaben und erleichtert dem Piloten seine Arbeit. Die Darstellung der Informationen im Cockpit ist sehr gut gelungen und ich kann auf einen Blick die Informationen erhalten, die ich brauche. Denn das Wichtigste ist die Zeit, die benötigt wird, um eine Information zu analysieren und in eine bestimmte Aktion umzusetzen. Das ist eine der besonderen Stärken des Eurofighters. Durch das moderne Cockpit mit Sprachsteuerung und Multifunktionsdisplays können Eurofighter-Piloten schnell und flexibel zwischen verschiedenen Einsatzarten wechseln. Der Eurofighter ist wirklich in der Lage, alle Luft-Luft, alle Luft-Boden und alle Aufklärungseinsätze auszuführen. Der Erstflug des Eurofighter fand 1994 in Manching statt. Mit dem Eurofighter-Programm schaffte es die europäische Luftfahrtindustrie, ihre Wettbewerbsfähigkeit und Unabhängigkeit weiter auszubauen. Zudem ermöglicht das Programm den Austausch von Technologien und Know-how mit zivilen Luftfahrtprogrammen und anderen industriellen Bereichen. Nach vielen Studien, in denen der Delta- und der Trapezflügel simuliert und bewertet wurden, fiel die Entscheidung für die Delta-Flügel-Kanar-Konfiguration. Diese wurde von allen Partnern als die geeignetste angesehen, um die schwierigen Anforderungen zu erfüllen. Ein geringes Radarecho und bestimmte Tarnkappentechnologien hängen mit von der Größe des Flugzeuges ab. Auch Radarsignatur, Hitzeabstrahlung, Lärm, Selbstschutz und andere Eigenschaften wurden bei der Entwicklung des Eurofighter berücksichtigt. Als Erbe einer 100-jährigen Luftfahrttradition, entwickelt von Piloten für Piloten, ist der Eurofighter der Stolz der Luftwaffen von Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien, Österreich und Saudi-Arabien. In den nächsten 30 bis 40 Jahren wird der Eurofighter für die Sicherheit an unserem Himmel verantwortlich sein. We arrived at the Champions League with that aircraft.
Es gibt keine bessere Wahl, um zukünftigen Herausforderungen zu begegnen, als den Eurofighter.